Christoph, das vergangene Wochenende war eine Achterbahnfahrt. Erster überzeugende Sieg gegen Wolfsburg, dann die Niederlage in Krefeld. Welche Lehren zieht man aus so einem Wochenende? Ich glaube, das Positive war, wie wir Freitag aufgetreten sind, dass wir wirklich über 60 Minuten ein konzentriertes Spiel gemacht haben, das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, sehr diszipliniert waren, in Überzahl getroffen haben, auch von der Strafbank weggeblieben sind. Und das haben wir dann einfach ja, wortwörtlich zu Hause vergessen, als wir im Bus gestiegen sind nach Krefeld. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was uns stark gemacht hat in dem Heimspiel gegen Wolfsburg, und das wollen wir auch alles mitnehmen jetzt nach Straubing. Wir wissen, dass uns da ein richtig heißer Tanz erwartet, das wird laut da, das wird intensiv, die haben viel Selbstvertrauen, die sind Vierter, und da wollen wir gewappnet sein. Straubing hat im Sommer den halben Kader ausgetauscht, was weißt du über die Tigers? Ich glaube, es ist nicht so interessant, sich damit zu beschäftigen, was der Gegner so alles kann, sondern ich glaube, mit der Qualität, die wir im Team haben, auch jetzt trotz der Ausfälle, haben wir immer noch einen sehr, sehr starken Kader. Es ist viel, viel wichtiger, uns darauf zu konzentrieren, was wir können, und dass wir das auch umsetzen. Von den Ausfällen kehren zwei Spieler zurück. Andrew Jujic hat wieder trainiert, auch Dennis Reul steht wieder auf dem Eis. Wie wichtig ist es für die Mannschaft auch in dieser aktuellen Verletzungsseuche, dass es da auch einfach mal positive Botschaften gibt? Ja, das ist natürlich wichtig. Wir hatten in Krefeld einen kleinen Kader, wir hatten zum Beispiel nur 6 Verteidiger hinten, und es ist schon gut, wenn jetzt der Dennis Reul dann wieder zurückkehrt, dass man da einfach auch aus dem Volleren schöpfen kann, dass man mehr Leute, mehr Personal auf der Bank hat, und natürlich braucht man über Dennis Reul und Andrew Jujic in den einzelnen Personen gar nicht weiter sprechen. Man weiß, was die Jungs können und wie wichtig die fürs Team sind. Der sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham, hat über Mannheim gesagt, sie sind ein angeschossener Bär. Fühlt ihr euch auch so? Ja, es hört sich schön an. Wir wissen, dass wir im Moment einfach nicht das abgerufen haben, was wir können. Und wir wollen aber, jetzt sind 10 Spiele rum, und wir wollen einfach uns selber beweisen, das ist das Wichtigste, uns selber beweisen, dass wir einfach besser sind, und wollen in der Tabelle weiter nach oben kraxeln. Christopher, morgen geht's nach Straubing. Worauf wird es denn gegen die Tigers ankommen? Straubing hat einen sehr guten Saisonstart bisher. Ist immer schwer zu spielen dort, unangenehm. Wir müssen unser Spiel spielen. Wir haben jetzt die Woche viel darüber geredet und trainiert, dass wir uns auf uns konzentrieren müssen. Wichtig wird auf jeden Fall auch sein, dass wir von der Strafbank wegbleiben, diszipliniert spielen. Das ist immer ein wichtiger Faktor. Wenn man die Statistik betrachtet, Straubing hat das beste Über- und das beste Unterzahlspiel der Liga, die Adler auf Platz 3 in dieser Statistik. Wie wichtig werden denn die Special Teams morgen Abend sein? Ja, Special Teams sind immer ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, wir wollen schauen, dass wir diszipliniert spielen, keine Strafzeiten nehmen und wenn wir eine Chance im Powerplay bekommen, die dann auch nutzen. Am Freitag gegen Wolfsburg war es die beste Saisonleistung von euch bisher. Wie kann man so eine Leistung wieder aufs Eis bringen oder nochmal abrufen? Ich denke, das beginnt mit der Vorbereitung, dass wir uns richtig auf das Spiel einstellen, mental konzentriert spielen und über 60 Minuten spielen und nicht wie in Krefeld das erste Drittel verpennen.